So, das ist mein Outfit des Tages. Ich habe hier ein Kleidchen von Kos an. Das ist echt toll. Das habe ich auch noch in Blau. Dann hier ein Schal von Cordello. Also das Kleidchen hat hier so einen V-Ausschnitt. Und das ist eine Strickjacke. Die finde ich auch total klasse, auch von den Farben her, weil die auch noch mit Grau ist. Die ist von, ich glaube, René Lessin. Ganz normale Leggings und Schuhe von Zara. Die sind super bequem. Die mag ich auch total gern. So sieht das aus. Und ich habe ein Augen-Make-up mit Elsie, The Minimalist. Und das Grün ist von Charlotte Tilbury von der neuen Palette. Und die Lippen sind von MAC, also Honey Love. Ich liebe diese Farbe. So, das war's. Gehen wir mal arbeiten. So, was trage ich denn heute? Ich trage heute ein Kleidchen von Luisa Cerano. Das ist nicht richtig Wolle, aber ist schön, ja, so strickartig. Was mir halt gut gefällt, ist, dass es hier so einen gelben Strich hat und das streckt auch so ein bisschen. Und auch, dass es hier so ein bisschen, wie gesagt, so abgeteilt ist, macht schlank. Die Ärmellänge finde ich auch wieder toll, weil es halt die schmalste Stelle betont am Arm, zumindest bei mir. Und farblich passend dazu habe ich zum Beispiel auch ein Augen-Make-up gemacht, auch mit der Colourpop-Palette. Und habe hier mein kleines Täschchen, das ich total niedlich finde, so im Chanel-Stil, allerdings viel billiger. Ein paar Leggings und graue Turnschuhe von Puma. Ich finde die richtig, richtig gut, weil die super bequem sind. Sehen auch irgendwie nicht so alltäglich aus. Ich weiß, macht ein kurzes Bein, aber ich muss viel laufen. Und ich kann auch keine hohen Schuhe anziehen wegen meinem Bänderriss. Aber zumindest ist das der Look des Tages und eine Uhr von Marc Jacobs. So, heute trage ich ein Kleidchen von Kos. Liebe ich auch heiß und innig. Ist leger geschnitten, aber nicht zu weit, dass man nicht zu voluminös aussieht. Und die Armlänge ist auch wieder perfekt, weil es das kaschiert, was kaschieren soll, aber nicht zu lang ist. Dann trage ich einfach Leggings und Schuhe von Hammerstein. Die mag ich auch, weil sie halt einen stabilen Absatz haben. Sie haben ein kleines Plateau. Und ja, man kann schon länger drauf laufen. Ich denke, den ganzen Tag aber länger. Make-up ist heute von Charlotte Tilbury. Und der Lippenstift, den finde ich auch sagenhaft schön, der ist von Smashbox. Das ist der neue, wie mache ich das hier? So, der neue von Smashbox. Sehr schön. Und dann habe ich hier noch ein kleines Handtäschchen von Aigner. Finde ich auch großartig. Das finde ich toll, weil ich bin auf dem Seminar und dann kann ich eben meine Sachen hier reintun. Hier so einen schönen Henkel, habe auch eine Crossbody-Henkel und es hat so eine neutrale Taubfarbe mit Gold. Passt jetzt nicht zu den Schnallen von den Schuhen, aber egal. Finde ich sehr lässig, sehr schön. Und ja, that's it. So, guten Morgen. Das ist mein Outfit des Tages. Ich habe Jeans an, die sind von René Lessin. Ein Pulli, der ist von, weiß ich, so, das ist mein Outfit des Tages. Ich habe hier eine kleine Mütze von H&M. Ohrringe, weiß ich nicht mehr. Dann ein Pulli von Wee, den finde ich so süß. Weil irgendwie wirkt der französisch auf mich, keine Ahnung warum. Dann eine kleine rote Ledertasche, die sieht aus wie die Boybag von Chanel. Ist so ein Dupe, ist auch aus Made in Italy. Ganz tolles Leder, toll verarbeitet, nur halt eben nicht diesen teuren Chanel-Preis. Und ich liebe ja Pullover,
die Dreiviertelärmel haben. Einfach weil mir sonst immer die Arme zu lang sind. Und das ist so eine Jogginghose, die finde ich klasse, weil die halt eben hier diesen hellen Streifen hat. Und der ist eben nicht rein weiß, sondern halt beige. Und deswegen passt es auch perfekt zu den Turnschuhen. Die sind halt schön schmal und passt eben auch von der Länge sehr gut. Oder man kann es auch ein bisschen krempeln, wenn man mag. Ganz tolles, weiches Material. Und hier oben noch so ein bisschen hat hier Gummibund. Und die Schuhe sind auch super bequem. Die gehen ganz hoch. Seht ihr, wie so eine Socke legt sich das fast drumherum. Ich trage die jetzt barfuß. Ich finde die großartig. Na, ihr seht, die sind so Naturfarben. Ich finde die wahnsinnig schön. Und die sind toll gepolstert, vorne wie hinten, was meinen schmerzenden Füßen sehr entgegenkommt. Und die sind von Puma. Ich liebe, liebe diese Schuhe. Großartig. Und wie gesagt, und die passen perfekt zur Hose. Und das ist so ein richtiges Wohlfühl-Outfit. Also, damit könnte ich Pferde stehlen gehen. Ich fühle mich super wohl. Wie findet ihr es? Sagt mir mal Bescheid und schreibt es mir gerne in die Kommentare.